Je mehr wir dem Schaf geben, desto dicker wird es. Oh mein Gott! Ich glaube, das Schaf atmet nicht mehr. Aha! Die Schafluftballons ziehen uns hoch. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer neuen Mod mit mir, der gelben Tomate, dem Kopper. Heute schauen wir uns eine kleine Fun-Mod an, mit der wir Schafe mit Luft aufpusten, damit diese fliegen können. Die uns sogar in den Himmel ziehen. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Das ist kein Scherz. Dem lassen wir heute in einem Freizeitpark. Moment mal. Hier gibt es ein Schaf-Luftballon-Geschäft, wo man die Schafballons bekommt. Das sind Schafe, die dicker werden, indem wir denen ein Pulver geben. Demnach steigen sie in die Luft. Das ist so... Nein, das geht eigentlich nicht. Aufblasbare Schafe. Als ob. Sicherlich nur heiße Luft. Nein, es funktioniert. So ein Schaf müssen wir haben. Hier steht schon ein Dorfbewohner, ein Luftballonverkäufer. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallöchen. Na du, Luftikus. Wir hätten gerne 5 Schafballons. 5 Luftballons? Das macht 12 Kekse. Ich habe aber nur 14. Hier, bitteschön. Und wie geht das jetzt? Um einen Schafballon zu basteln, musst du Schafe anmalen und sie mit rosa Luftpuder füttern. Selbst ein gelber Idiot bekommt das hin. Bitte was? Was? Vergiss das Seil nicht. Das klingt ganz einfach. Ein Glück gibt es das Luftpuder. Sonst hätten wir selber pusten müssen. Um Gottes Willen. Wir brauchen einmal Luftpuder. Wir haben einige Farben zur Auswahl. Ich möchte ein rotes, blaues, grünes, pinkes und ein gelbes Kopperschaf. Damit hätten wir alles beisammen. Jetzt müssen wir ein Schaf spawnen. Guck mal hier. Wie süß. Irgendwie tut mir das leid. Direkt angemalt. Brauchst keine Angst zu haben. Dir wird nichts passieren, glaube ich. Mit Luftpuder füttern. Tada. Und schon steigt es in die Lüfte. Warum? Warum tut man sowas? Auch wenn es aus der Luft gegriffen ist. Ich liebe das Ding. Blocky Blocks, TNT Mods. Langweilig. Fliegende Schafe Mod. Das ist richtig genial. Wie kommt man auf so eine Idee? Was ist falsch mit dem Modder? Ich puste doch auch keinem Tier Luft in den Körper, damit er fliegt. Ich glaube, es hackt. Wenn wir ganz viele Schafluftballons haben, dann können wir vielleicht fliegen. Das Seil dürfen wir nicht vergessen. Nicht, dass unser Schaf wegfliegt. Wo ist es hin? Was? Nein! Schaf! Komm zurück! Hey! Nein! Mein Schafballon! Es fliegt weg! Das war mein Luftballon! Das Ding war teuer! Der kann doch nicht einfach wegfliegen! Das hat doch noch gar nicht Tschüss gesagt! Wer hat das Schaf in den Himmel gejagt? Wer war das? Moment! Hier! Das war Big Mac! Na, mein kleines Dummibärchen! Das ist alles deine Schuld! Na, warte! Kennst du schon unser Pulver? Hier! Perfekt! Was hast du jetzt davon? Daran bist du selbst dran schuld. Kannst du dir einfach Luftballons klauen? Das geht nicht. Was soll das denn? Wir sollten es nochmal probieren. Versuch 2. Spawnen. Schaf anmalen. Direkt gefüttert. Je mehr wir dem Schaf geben, desto dicker wird es. Wie ein Hefekloß. Geht das auch mit meinen Meerschweinchen? Oh mein Gott! Das ist ein Zeppelin mit Beinen. Ein Marshmallow. Kann ich das essen? Wie krank ist das denn? Ich glaube, das Schaf atmet nicht mehr. Aber ein Glück, dass wir eine Schere dabei haben. Es kann noch dicker werden? Warum? Wie viel passt denn das Schaf rein? Mit einer Schere können wir es wieder klein schneiden und irgendwann fällt es zu Boden. Alter, das gibt richtig viel Wolle. Das ist so eine witzige Idee. Wieso kann man nicht jedes Tier füttern? Ich will auch das Zeug essen. Wer ein Schaf sät, wird einen Luftballon ernten. Wir brauchen viel mehr Schafe. Am besten spawnen wir direkt ganz viele. Mehr Schafe. Ganz wichtig, je dicker die Schafe werden, desto höher und schneller steigen sie. Mit ganz vielen an der Leine können die uns vielleicht hochheben. Das müssen wir ausprobieren. Wenn das funktioniert, dann esse ich ein Schaf. Wäre witzig, wenn das ganze Haus jetzt in die Luft steigen würde. Das erinnert mich an den Film Open. Luftballonparty. Diese Mod brauchen wir in Troll Wars. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir damit fliegen können. Das muss funktionieren. Moment. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe die gar nicht mehr unter Kontrolle. Komm zurück. Ach, komm schon. Das sind meine Luftballons. Also irgendwann kommen sie immer runter. Die müssen wir alle an die Leine nehmen. Das wird so genial. Hoffentlich bin ich nicht zu fett. Moment mal. Als ob. Jetzt müssen wir nur noch das Fenster zerstören. Haha. Nein. Doch. Haha, wir fliegen. Das ist ja mega abgefahren. Die Schafluftballons ziehen uns hoch. Ich drücke gar nichts. Das ist das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Als ob die uns hochheben können bei meinem Gewicht. Wir sind das gelbe Fähnchen im Wind. Können wir nicht ein Schaf an eine Kiste binden, damit die wegfliegt? Damit könnte man seine Freunde richtig ärgern, wie hoch wir sind. Schaut euch das an. Moment, Moment, Moment. Warte. Wie kommen wir wieder runter? Hallo? Können wir die mit Pfeil und Bogen zerschießen? Hilfe, zu Hilfe. Was ist eigentlich, wenn die Schafe koten? Ich glaube, das war keine gute Idee. Hey, Schaf, möchtest du zum Mond fliegen? Na dann viel Spaß. Aha, wir hätten die Schafe nie aufpusten sollen. Ich glaube, der Modder hat selber dieses Luftpuder eingeatmet. Wie kommt man auf so eine Idee? Dürfen wir die Ballons in eine Bahn mitnehmen? Jetzt blas dich mal nicht so auf, ja? Ich glaube, wir sollten sie lieber anbinden. Ja, das ist perfekt. Alter, wie lange können wir eigentlich ein Schaf aufpusten? Ich meine, muss das nicht irgendwann...
explodieren. Was soll das denn? Ihr könnt mich doch nicht auf die Schienen legen. Niemand hat mir gesagt, dass die Dinger so schnell platzen. Aua, mein Bein. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Im letzten Video haben wir uns mit Kirby in über 100 Monster verwandelt. Das müsst ihr gesehen haben. Dazu einfach auf den Bildschirm klicken. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich freue mich auf Troll Wars und weitere Mods. Das war der Le Copa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.